Ja, hi. Es ist Freitag. Eigentlich sollte mein Video gestern schon kommen. Aber wie ihr vielleicht hört, bin ich gesundheitlich ziemlich angeschlagen und deswegen konnte ich es gestern nicht machen. Hole es heute nach. Warum ich euch sage, dass mein Video eigentlich gestern kommen sollte, ist, weil der Noah ja immer den Donnerstag jetzt übernommen hatte, aber er schafft es einfach aus zeitlichen Gründen ja nicht regelmäßig und pünktlich seine Videos hochzuladen, und deswegen hat er sich dazu entschieden, wieder auf den Vertreterposten zu wechseln. Und dadurch, dass ich im Moment die Zeit habe und auch die Lust, habe ich mich dazu entschieden, sein festen Posten erstmal wieder zu übernehmen. Das heißt, ihr seht mich jetzt wieder jeden Donnerstag, außer es kommt was dazwischen. Hier an meinem alten Platz. Und ja, das erstmal vorweg. Entschuldigt mich, wenn ihr irgendwie Huster hört oder so. Ich habe kein Programm im Moment, womit ich das Video bearbeiten kann. Deswegen bleibt leider alles drin, was nicht reingehört. Und ja, der erste Huster bahnt sich auch schon an. Deswegen sage ich euch vorher Bescheid und entschuldige mich schon mal. Und ja, oh, ich sehe richtig scheiße aus. Mir ist doch übelst warm. Ich bin so am Schwitzen und schlimm. Gut. Diese Woche haben wir ein themenfrei. Und ja, da nutze ich erstmal so die Chance, über mich und ja, meine Situation bezüglich des Aufbaus zu sprechen, weil das für mich im Moment ein sehr aktuelles Thema ist. Ein Thema, wo ich mir ja gerade im Moment viele Gedanken mache, weil sonst habe ich ja eigentlich alles abgeschlossen bezüglich meiner Transition. Dachte auch eigentlich, dass ich fertig bin. Ich hatte ja geplant, nur noch die Clitpan-OP zu machen und dann nicht weiter. Ja, einfach weil ich dachte, okay, nach der Clitpan-OP bin ich für mich fertig. Damit komme ich gut klar und ja, bin quasi mit mir im Reinen und fühle mich so wohl, wie ich dann bin. Jetzt hatte ich meine Clitpan-OP am 19.05. diesen Jahres. Und, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so eine richtige traurige Stimmung. Jetzt fehlt nur noch passende traurige Musik im Hintergrund und dass ich anfange zu weinen. ja, ich hatte meine OP im Mai diesen Jahres in München und habe sehr gehofft, dass alles gut geht, weil ich halt nicht nochmal unters Messer wollte. Auch ein Grund, warum ich mich gegen den Aufbau entschieden hatte, weil ich keine Lust hatte, meinem Körper noch so viele Qualen zuzufügen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in ein, zwei Videos hier erwähnt. Ja, ich habe dann in den Clitpan, die Clitpan-OP gehabt. Und wie das so ist, der eine Fistel am wenigsten gebrauchen kann, weil er eben nicht noch eine Operation ja, bewältigen möchte, kriegt natürlich eine wunderschöne Fistel an einer so blöden Stelle. Ja, die habe ich natürlich bekommen. Es ist jetzt schon 4 Monate her, dass ich die OP hatte. Ja, müssten ja 4 Monate. Und die Fistel ist immer noch da, sie ist immer noch offen. Deswegen ist die Chance, dass sie von alleine zugeht, eigentlich gleich null. Und bei mir ist sie einfach an so einer blöden Stelle, also da, wo jetzt, also ich pinkle aus zwei Löchern. Aus der neu gebastelten Harnröhre, halt oben raus am Clitpan. Aber auch unten an der Wurzel quasi da, wo ja, die neue Harnröhre mit der
alten Harnröhre verbunden wurde. Und dementsprechend pinkel ich halt da oben raus und da unten. Und sie ist an so einer blöden Stelle, dass ich sie nicht mal beim Pinkeln zuhalten kann, weil ich da nicht drankomme. Wäre sie weiter oben, dann wär das so kein Ding. Aber das ist mir halt nicht möglich und deswegen ist die Funktion des Gridpens bei mir auf jeden Fall im Moment gleich null. Und ich muss mich halt nochmal unter das Messer legen. Und diese Tatsache ist für mich ein Anlass gewesen, mich vielleicht doch, Entschuldigung, darüber nachzudenken, ja, ob das für mich halt wirklich die Endlösung ist oder gewesen wäre. Ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn die Fistel jetzt nicht da gewesen wäre. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass selbst wenn ja, es ohne Komplikationen verlaufen wäre und ich die Funktion des Clickpens jetzt in vollen Zügen genießen könnte, würde es mich trotzdem in meinem Leben immer noch einschränken. Gerade letzten Samstag. Meine Katze macht gerade nur Scheiße, also ignoriert das einfach. Habe ich am letzten Samstag wieder gesehen. Ich war auf dem Oktoberfest bei uns im Dorf mit meiner Freundin. Und da trinkt man Bier. Bier treibt. Man muss aufs Klo. Und entweder hatte ich die Wahl zu warten auf dem Männerklo, bis die Kabine frei wird. Oder ich gehe halt aus dem Festzelt raus, suche mir irgendeinen Busch oder so und hock mich halt dahin. Selbst wenn der Clickpad so funktionieren würde, wie er halt soll, wäre es eine komische Situation, ans Pissoir zu gehen. Weil gerade in solchen Situationen, wenn andere Menschen, andere betrunkene Menschen oder betrunkene Männer um dich rum sind, ja, ich denke mal, dass die Männer um einen rum halt eine geringere Hemmschwelle haben, durch den Alkohol alleine schon. Und wenn ich da stehe mit meinem Clickpen und so quasi von außen nicht zu sehen ist, weil er ja wirklich klein ist und man ihn ja nicht so rausholt wie einen normalen Penis, dass dann irgend so ein Depp da halt steht und mich fragt, wie kannst du im Stehen pinkeln, so, wo ist denn dein Schniepi oder so? Und ja, ob es da nicht wieder so eine Hemmschwelle wäre und ich mich nicht einfach so frei bewegen könnte oder so frei leben könnte, wie es ja, wie es eigentlich möglich wäre, wenn ich den Aufbau hätte. Und dadurch, dass halt ja die gewünschte Funktion bei mir im Moment nicht der Fall ist, bin ich halt sehr ins Grübeln gekommen und habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie es wäre mit dem Aufbau. Ich bin mittlerweile an einem Standpunkt, wo ich den Aufbau für mich auf jeden Fall in Erwägung ziehe. Ich stehe auch in München auf der Warteliste. Ich beschäftige mich im Moment sehr, sehr viel mit dem Thema, mache mir sehr, sehr viele Gedanken, weil es eben ein Schritt ist, der für mich, also er war nie ausgeschlossen für mich, das nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier stehe und denke, oh, der Clickpen hat nicht geklappt, okay, versuche ich mit was anderem, obwohl ich das gar nicht wollte. Sondern er war für mich nie ausgeschlossen, aber ich war so auf einem Standpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche ihn im Moment nicht. Für mich ist der Clickpen erstmal die Endlösung. Aber dadurch, dass der Clickpen jetzt keine Endlösung ist, weil sie nicht funktioniert, ist es halt so, dass ich weiterdenke. Und dadurch, dass ich eigentlich keine weitere Operation wollte, kommt man halt ins Grübeln. Und ich weiß, dass die Fistel verschließen vielleicht nur noch eine OP wäre und der Aufbau drei oder vier OPs, je nachdem, was auf mich zukommt, ja, halt, ne, der Fall wäre. Und selbst wenn der Verschluss der Fistel nur eine OP wäre, bin ich im Moment einfach daran zu denken,
ob ich nicht sogar die mehreren OPs eingehe, um mich irgendwie noch vollständiger zu fühlen, weil ich merke es einfach in verschiedenen Situationen, dass mir halt was fehlt. Hier zu Hause, im Umgang mit meinem Kind und so. Es ist halt auch oft, ja, ich habe da unten einfach nichts vorzuweisen. Und der Kleine, der sieht mich halt als ganz normal Mann. Ich weiß, dass er es verstehen würde, wenn ich ihm das erklären würde, dies, das. Wir haben es ihm auch schon erklärt. Aber zum Beispiel so ein Kind, das denkt ja nicht pausenlos daran, dass, ach, der Papa, der hat da unten ja nichts oder so. Oder auch in Situationen, wo ich mir denke, ja, da fehlt mir einfach was. Wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe. Ich weiß, es gibt viele Männer, die sich da nicht ausziehen. Aber ich würde mich da in der Dusche zum Beispiel komplett ausziehen und würde mich da komplett nackt hinstellen und duschen, wenn ich den Aufbau hätte. Aber so, wie es halt im Moment ist, würde ich quasi, ja, ist es so. Ich würde nicht, es ist der Fall, dass ich mich da eben hinstelle mit Schwimmshorts und mich dann dusche. Das Ding ist einfach, dass ich das eigentlich nicht bräuchte, wenn ich den Aufbau machen würde. Und jetzt sind mir halt viele Fragen im Kopf und viele Gedanken. Ich habe auch viele Ängste. Vor allen Dingen, weil ich nach der Klitpen-OP die ersten 3, 4 Tage im Krankenhaus sehr, sehr, sehr großes Tief hatte und psychisch echt ein bisschen angeschlagen war. Nicht, weil ich die OP bereut habe. Das auf keinen Fall. Tue ich so gesehen auch immer noch nicht, sondern einfach dieses Liegen und nichts tun, und das ist halt, ja, bei der Aufbau-OP nicht anders. Und wenn ich die Aufbau-OP mache, muss ich mich auf jeden Fall psychisch noch viel, viel intensiver darauf vorbereiten. Ja, wie jetzt nach der Mastek zum Beispiel. Nach der Mastek war es einfach so, ich saß da, es war alles okay, ich konnte mich frei bewegen, ich hatte null Einschränkungen, man hat direkt das Ergebnis gesehen und alles war top. Und das hatte ich bei der Klitbein-OP halt nicht. Ich war sehr, sehr eingeschränkt und das hat mich sehr, sehr runtergezogen, weil ich ein Mensch bin, wenn ich mich nicht bewegen kann oder ich halt in meiner Funktion quasi, in meiner körperlichen Funktion eingeschränkt bin, dass ich dann halt geistig auch total, ja, mich einschränke, obwohl ich es gar nicht bräuchte. Und das ist halt ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt. Und auch vielleicht, dass ich es dann im Nachhinein bereue. Auch wenn ich mittlerweile, also früher habe ich die Ergebnisse alle als unschön angesehen. Halt die Ergebnisse, die man im FTM-Portal und so sieht, habe ich ja nie als schön empfunden. Und jetzt habe ich mich ja nochmal durch die ganzen Galerien und da geklickt. Und mittlerweile sehe ich gar nicht mehr dieses Negative, sondern sehe mittlerweile nur die positiven Sachen. Ja, die Penisse, die da halt von den Operateuren erschaffen wurden, sehe ich mittlerweile sogar als sehr ansprechend an. Was ich halt vorher nicht konnte. Das ist auch noch sowas, wo ich mir denke, okay, ich bin dahingehend dem Aufbau halt schon mal einen Schritt weiter wieder. Ja, das sind halt alles im Moment Sachen, worüber ich mir Gedanken mache und wo ich auf jeden Fall zu einem Ergebnis kommen muss. Da sind dann noch ganz viele Fragen wie Klit versenken, Klit nicht versenken, weil man hört dies und man hört das. Dann später eine Pumpe, will ich eine Pumpe haben, will ich einen Stab haben und so. Das sind halt alles Dinge, die man wirklich bedenken muss. Und deswegen auch ein kleiner Appell an euch. Setzt euch vielleicht nicht das Größte, was man auf diesem Weg erreichen kann, als größtes Ziel. So, ich habe mir erst die Clitpen als Ziel gesetzt. Bin im Nachhinein jetzt vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass es für mich halt nicht die Endlösung ist. Aber ich hatte erstmal mein Ziel von dem Clitpad und darauf habe ich halt hingearbeitet. Und jetzt kann ich halt weitergucken und bin objektiv. Ich weiß noch nicht, ob das bei jedem klappt. Bei mir war es wahrscheinlich gut. So, ich denke, dass es gut war, dass ich mir erstmal den Clitpad als Ziel gesetzt habe und darauf hingearbeitet habe. Und ja, jetzt
mehr Gedanken habe oder einen klareren Kopf habe, weil ich alles andere quasi schon erledigt habe und nicht erst noch die Clickpen-OP haben muss, dass ich halt jetzt wirklich freien Gedanken auf die nächste anstehende OP habe. Und ja, deswegen macht euch viele Gedanken darüber. Und im Grunde kann man es, ich glaube, man kann es sogar rückgängig machen. Ich habe mal schon, ich glaube, ich habe von einem Fall gelesen im FTM-Portal, der ein Ergebnis, glaube ich, aus dem Arm hatte und das irgendwie schief gelaufen ist und dann nochmal einen zweiten Anlauf bekommen hat aus dem Oberschenkel. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Ich möchte auch so wenig Komplikationen wie möglich haben, aber es ist einfach ein Ding, was ich mittlerweile weiß, dass man das nicht vorhersehen kann, weil wir waren drei Leute auf dem Zimmer bei der Clickpen-OP, zwei davon haben keine einzige Fistel und ich bin derjenige, der eine Fistel hatte. Deswegen, da kann man auch irgendwie gar nicht drauf hinarbeiten. Da muss man einfach durch. So, entweder man hat die Arschkarte und kriegt Komplikationen oder man hat das Glück und bekommt sie halt nicht. Und das liegt halt nicht in der eigenen Macht. Und ja, ich bin jetzt schon mal 16 Minuten, wo ich einfach nur über dieses Thema laber. Ich habe auch schon viel mit meinem besten Freund darüber geredet. Also mit Paul kennt er ja. Auch mit meiner Freundin und so. Und die stehen auf jeden Fall hinter mir. Sie sagen mir auch, dass ich mir das gut überlegen soll und so, weil es halt echt ein krasser Schritt ist. Aber irgendwie warte ich auch nur auf den Anruf aus München, dass sie mir einen Termin sagen, wann halt mein Aufbau dran ist. Auch ein Auslöser dafür war, dass ich mir wirklich so krasse Gedanken gemacht habe, also angefangen habe, krasse Gedanken zu machen, war, dass ich letztens einen Anruf aus München hatte, wo die halt rumtelefoniert haben, weil einer abgesprungen ist und ich hätte eine Woche später quasi meinen Aufbautermin haben können. Und das war auch nochmal so ein Einschnitt, wo ich dachte so, wow, du hättest eigentlich nächste Woche deine Aufbau-OP haben können. Willst du jetzt den Aufbau oder willst du nicht? Weil irgendwann kommt der Anruf, wo sie dir sagen, du bist auf der Warteliste jetzt ganz oben. Du kriegst jetzt deinen Termin, der ist für dann und dann angesetzt. Deswegen sollte man sich halt darüber im Klaren sein, wenn der Anruf kommt, ob man jetzt will oder nicht. Und, ja, ich denke, das war der zweite große Denkanstoß dafür, dass ich mir jetzt halt mittlerweile Gedanken mache. Es sieht gut aus. Also mittlerweile bin ich dabei zu sagen, ja, auf jeden Fall, ich mache den Aufbau. Aber jetzt geht es halt bei mir alles um das Drumherum. Ja, ne, die Ängste und Sorgen, die halt darum noch stehen, weil es ist ja nicht nur die OP an sich, sondern noch ganz, ganz viel drumherum und was danach noch ansteht. Und ja, genau. Und jetzt labere ich euch nicht noch weiter zu, denn mein Video ist schon 18 Minuten und 20 Sekunden lang. Ich glaube, ich habe Pauls Video sogar übertroffen. Und ja, das war ein kleiner Einblick über meine Gedanken und Vorhaben bezüglich des Aufbaus. Falls ihr vorher schon abgeschalten habt, seht ihr das jetzt nicht mehr. Und falls ihr durchgehalten habt, diese fast 19 Minuten zu schauen, okay, wenn ich hier fertig bin, sind es 19 Minuten, ja, dann Dankeschön. Wie gesagt, ihr seht mich jetzt wieder regelmäßig am Donnerstag und ich freue mich drauf. Viel Spaß noch mit den anderen Jungs. Ich bin gespannt, was die noch für Themen frei raushauen. Und ja, macht es gut. Bis dann. Ciao.